Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile achten Ausgabe meines Vorlogs. Und heute eine Mischung aus Vorlog und Tour. Hier habe ich mal die Karte eingeblendet. Wie man sehen kann, wir haben hier eine kleine Tour. Kumpel hat mich gefragt, so, hier hast du 2 Stunden Zeit. Und ich, na klar. Und wir haben uns in Maintal an der Rumpenheimer Fähre getroffen. Ganz guter Treffpunkt so im Freien. Nur irgendwie zurzeit ist da verdammt viel los, also so an Menschen. Und um die Route jetzt nochmal ein bisschen zu erklären, also wir fahren erstmal von Maintal über Hanau Richtung Alzenau, dann Michelbach Richtung Albstadt, Neuses, Freigericht Richtung Wöldrode, dann quasi so südlich an Gelnhausen vorbei. Eidengesäß, also Hofeich, Eidengesäß, und dann Richtung Wächtersbach. Also so ein bisschen Kinzigtal, dann Wächtersbach hoch nach Wittgenborn, dann da links in den Wald Richtung Gettenbach. Dann bei Mittelgründau Richtung Büding. In Büding haben wir dann ein Eis gegessen. Dazu komme ich dann, wenn wir an dem Punkt sind. Und dann von Büding zurück über die Maronneburg-Autobahn Richtung Bruchköbel, also erstmal Richtung Klagenselbold, dann Bruchköbel, Bruchköbel dann wieder nach Maintal zur Fähre, zum fröhlichen Verabschieden. Ganz Route war jetzt nicht so lang, also wie gesagt, es waren jetzt so 2 Stunden, die wir gefahren sind, aber einfach mal so schnell, um mit einem Kumpel unterwegs zu sein, einfach was Schönes. Sehr viele Autos unterwegs, sehr viele Motorräder unterwegs, ich glaube, wir haben auf der kompletten Tour, lasst mich lügen, 4 Motorräder mit Beiwegen gesehen. Also sonst freut man sich ja immer mal, wenn man eins sieht und an dem Tag so, huch, war mal alles draußen, was sonst in der Garage steht. Aber halt wie gesagt, leider auch viele Autos unterwegs und dann teilweise an Stellen, wo man nicht wirklich gut sehen kann und keinen Bock hat zu überholen. Da macht es nicht so viel Spaß. Ah, hier stimmt eine Harley-Gruppe an der Ampel. Ich glaube, das war irgendwas von den Hanauern. Zumindest laut den Westen hinten drauf. Naja. Das Nervige an so Tourenfahren ist ja immer, man muss erstmal irgendwo hinkommen, wo es schön ist. Und wir finden uns jetzt quasi noch so in der Zubringerstrecke. Ich weiß, ist jetzt nicht unbedingt das Schönste anzusehen. Zu überholen war es auch nicht besonders schön. Naja, wie das halt mal so ist. Kameraperspektive diesmal ein bisschen tiefer am Motorschutzbügel festgemacht. Und ich habe auch mal wieder eine Timelapse gemacht. 4K Auto, Farbe GoPro. Zum einen, weil ich die Aufnahmen eigentlich sehr schön finde. Und zum anderen, weil ich einfach was an der Stromversorgung testen wollte. Weil ich hatte vor einiger Zeit ganz stolz in meinem Blog geschrieben, wie ich die Stromversorgung umgebaut habe und so weiter. Und jetzt stellte sich heraus beim letzten Mal, das leider kam an und stellte fest, also das Handy hatte schon ein paar Mal geflaggert beim Laden, also das Navi und die Kamera war leer. Und muss dann leider zugestehen, wie mein Kumpel gesagt hat, das alte germanische Sprichwort nach fest kommt ab. Wenn man die Kabelbinder zu fest zieht, sieht man Stecker auch wieder raus. Also da hatte ich jetzt einfach ein bisschen zu viel Zug auf dem Kabel zu ordentlich verlegt. Und musste das Ganze hier noch ein bisschen nachkorrigieren. Naja, aber jetzt geht wieder alles, dann glücklich, Stromversorgung funktioniert 1A. Und diese Tour, die jetzt dann auch über, ja, was haben wir gesagt, 2 bis 2,5 Stunden ging, inklusive Pause, Handy voll aufgeladen, GoPro voll aufgeladen, angekommen, also kann man sich nicht beschweren. Naja, also wir sind hier momentan noch unterwegs, quasi von Freigericht Richtung Altenhaslau. Also sind gerade so bei, glaube ich, Eidengesäß war es unterwegs. Ich mag die Landschaft da eigentlich ganz gerne. Bis auf die Baustellen, die es da gerade gibt. Naja, genau jetzt am Hofeich abgebogen. Und da hat man einfach so ein bisschen schöne Umgebung. Also
Ich mag das sehr, sehr gerne mit den Hügeln und den Feldern und dem freien Blick, den man dann hat, gerade da über das Kinzigtal. Sehr schön. Gefällt mir einfach. Außerdem wollte ich mal wieder so ein bisschen was am Headset, am PC einsprechen. Ich habe auch mal wieder mit Parrot rumprobiert und ich glaube, ich habe mein Handy jetzt richtig konfiguriert, dass ich mal demnächst wieder was live aufnehmen kann, quasi zum Video und nicht so nachsynchronisiert. Aber nichtsdestotrotz wollte ich ein bisschen nachsynchronisieren, um einfach mal zu testen, weil ich habe mir ein neues Headset gekauft, eigentlich so zum Zocken, ein Beyerdynamics Custom Game. Und das ist, also ich finde das sehr, sehr, sehr angenehm, also vom Tragegefühl und auch vom Sound zum Zocken. Meine Mitspieler beschweren sich auch weniger als vorher über meine Mikrofongeräusche. Also ich hatte vorher so ein 15 € Billig-Headset und bin jetzt eigentlich sehr begeistert von dem Gerät hier. Also bin jetzt mal gespannt, wie die Mikrofonaufnahmen sich jetzt hier anhören. Also schlimmer als in der ersten Vorlog-Aufnahme kann es ja nicht sein. Die Älteren werden sich erinnern, aber nichtsdestotrotz. Verbesserungspotenzial ist immer da. Und wie gesagt, demnächst wollte ich mal wieder mit Parrot auf dem Handy rumspielen. Da hatte ich jetzt nämlich letztens einfach mal so für mich ein paar Testaufnahmen, also nur Tonaufnahmen gemacht und stellte fest, ui, so klappt das. Nur mit dem Problem, dass irgendwie nach 3 Minuten Aufnahme das Programm sich beendet hat. Aber ich habe jetzt nochmal in Android-Einstellungen rumgespielt, dass man da, also dass die App sich nicht selber beendet. Fahren übrigens gerade von Wächtersbach hoch Richtung Wittgenborn, wo dann gleich die Abbiegung ist nach Richtung Gettenbach. Und dann durch den Wald ist auch eigentlich sehr schön, außer wenn man so Autos vor sich hat und ständig Autos entgegenkommen. Naja, auf jeden Fall demnächst, wie gesagt. Ich probiere es nochmal hier mit Aufnahmen. Wahrscheinlich werde ich wieder fluchen und hinterher am PC sitzen und ganze Scheiße nochmal neu aufnehmen, aber egal. So, wenn wir dann hier dieses Stück Straße zu Ende haben, kommen wir an eine Kreuzung und da ist das Fahrsicherheitszentrum Gründau und also im allgemeinen Sprachgebrauch der ADAC-Übungsplatz. Und da bin ich auch gerade wieder am gucken. Ich wollte mal so ein Schräglagentraining machen. Ist ja schon immer angenehm, wenn man freie Bahn hat auf so einem Platz und man jemanden hat, der zuguckt, der aufpasst. Und was ich bei dem Schräglagentraining also in der Werbung auch ganz geil finde, ist dieses Motorrad mit Stützrädern. Also das, genau, hier sind wir am Platz. Dass man quasi so tief wie geht in die Schräglage gehen kann, ohne Angst zu haben, umfallen zu müssen, weil dann dieser V-förmige Ausleger quasi da ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Leider darf man da bei sowas ja keine Aufnahmen machen, aber wenn es soweit ist, wenn ich Termin ausgemacht habe, werde ich von erzählen. So, wir kommen jetzt langsam nach Büding rein. Also recht unspektakulär. Wer mal da ist, kann sich die Altstadt angucken. Sehr schön. Weihnachtsmarkt ist hier sehr schön. Mittelaltermarkt, was da ist. Hier in der Sparkasse kann man ganz angenehm parken und also gerade Wochenends, wenn nicht so viel Verkehr ist, stehen mal sehr viele Motorräder und ein lecker Eis essen. Und die Pause habe ich jetzt einmal komplett weggeschnitten, war langweilig und uninteressant. Und wir fahren jetzt schon wieder weiter über die Strecke, die ich schon ein paar Mal gepostet habe, quasi von Büding über Lorbach Richtung Ronneburg. Ich finde da diesen Ausblick sehr schön. Da waren jetzt wieder sehr viele Fahrradfahrer unterwegs, weil hier oben vom Berg kann man die Ronneburg sehr schön sehen. Und das Tal ist ganz angenehm. Die Straße ist relativ neu gemacht. Alles, alles sehr, sehr, sehr angenehm. Auch wenn jetzt nicht so sonderlich spannend. Und wie gesagt, an dem Tag sehr viele Autos unterwegs waren und wenn sie weg sind, gibt der Daniel wieder ein bisschen Gas. So, gleich kommt noch mein Kumpel an mir vorbeigeschossen aus Spaß. Genau, da ist er. Auch V-Stromfahrer können mit Harley-Fahrern unterwegs sein. Das geht wunderbar.
Ich werde die ganze Route übrigens wieder hier zu Kalimoto verlinken. Also falls da jemand Spaß und Freude dran hat und ich sag mal aus dem Rhein-Main-Gebiet, Main-Kinzig-Gebiet kommt, also Richtung Frankfurt, Hanau, Offenbach, und mal Bock hat, das nachzufahren oder das die Strecke in seine eigene Route einzubinden, kann man ja noch dann Anfang, Ende schön umeditieren oder einfach nur Teilstücke übernehmen. Kann das gerne machen. Ich finde Kalimoto als Motorrad-Planning-App sehr praktisch, gerade weil man es so schön am PC planen kann, kann es sharen und alles Mögliche. Und natürlich auch einfach mal so, wenn man so ohne Plan rumfährt, einfach mal die Route schön aufzeichnen, dann hinterher sich als Route speichern, nochmal nachfahren oder anderen Leuten mitteilen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Vielleicht mache ich darüber mal ein Special. Ich habe das schon sehr, sehr lange. Und das Coole ist, dass man quasi auf der Landkarte immer die Übersicht hat, was man schon, welche Straßen man freigespielt hat, sage ich immer. Also wo schon mal gefahren ist. Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Ich fahre hier schon wieder Richtung Fähre, Richtung Ausgangspunkt. Da ist die kleine Tour zu Ende. Wenn ihr Bock habt, fahrt sie nach. Wie gesagt, ich verlinke alles. Ansonsten lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und so weiter. Würde mich auch über Kommentare freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt. Also, bis bald, euer Daniel.